Ach du je. Das sieht ja aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Ach du je. So. Am wichtigsten ist ja eigentlich erstmal dieser Pümpel. Oder auch Pömpel. Pumpel oder Pimpel genannt. Völlig egal. Das könnt ihr euch übrigens alles angucken, wenn ihr wollt. Dann benutzen wir hier die Handschuhe, um den Klostein uns zuzueignen. Tja, Jan, da musst du leider durch. Ja, der Handschuh ätzt sofort weg. Somit haben wir diese Zutaten hier. In diese Tür kommen wir leider noch nicht rein, in den Wandschrank. Putzschrank auch genannt. Deswegen geht's erstmal wieder zurück in den Partyraum. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Steuerprüfer, Bitch. Ja, ich bin hier, um Ihre Steuer zu prüfen. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangster-Rapper und will mir meinen guten Ruf nicht ruinieren. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfung. Ähnlichkeiten sind nur zufällig und nicht gewollt. So nebenbei mal erzählt. Die Federboa. Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Macht nichts. Das, was wir haben wollen, haben wir. Eine Feder. Dann liegt hier unten noch ein Drumstick aus Edelstahl. Den nehmen wir uns auch mal. Wunderbar. Klicken das Fenster nochmal an. Alle haben Apple. Nur der Partyraum hat noch Windows. Oh Gott, ich muss hier raus. Besser ist das. Hier können wir zunächst nichts machen. Deswegen gehen wir nochmal raus. Zum Situation Room. Dann fragen wir den Briefträger. Ach, nee, ist egal. Ist egal. Wir werden zunächst dem Beefträger das hier geben. Damit er was hat. Könnten Sie kurz aufhören, Ihre Füße zu rommeln? Na gut, aber ungern. Ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Juhu, eine Beefbombe von Campino. Da muss aber noch Porto drauf. Ja, natürlich. So, er lässt den Hornhaut-Rommel fallen und den nimmt er auf. Gut, alles andere ist im Moment unwichtig. Wir gehen hier durch. Und auch wichtige Details, nämlich das Wichtigste, das hier, das Poster. Das schauen wir uns an. Ach ja, die Abmahnung. Schlappe 906,50 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ja, das sollten wir. Jetzt haben wir drei Erklärungen für unsere Steuerprüfung. Insofern sollte das lang. Jetzt reden wir nochmal mit Bart. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal. Ja. Hast du Feuer für mich? Willst du etwa wieder Fürze anzünden? Hier, aber Wiedersehen macht Freude. Dankeschön. Gut. Zunächst können wir jetzt hiermit Folgendes machen. Wir werden das Feuerzeug benutzen, um die Colaflasche aufzumachen. Na toll, jetzt ist das Feuerzeug im Arsch. Dafür ist die Cola endlich offen. Bart wird mir hoffentlich verzeihen. Dann nehmen wir die Cola. Tun sie schon mal in den Kanister rein. Lieber nur ein paar Tropfen. Cola weg, Kanister mit Cola voll. Gut. Bisschen aufräumen hier im Inventar. Dann nehmen wir den Hornhaut-Rommel mit dem Klostein. Igitt. Toll, Klosteinraspel. Leider ist jetzt die Rommel kaputt. Ja, an einem Klostein die Rommel kaputt machen. Ja, nee, ist klar. Dann nehmen wir jetzt die Klosteinraspel
und tun die ebenfalls in den Kanister. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten fehlen. Cola? Check. Alkohol? Fehlt noch. Zitrusaroma? Check. Alpakaschweiß? Fehlt noch. Genau, und die brauchen wir jetzt. Und die holen wir auch. Im Nu. Wir haben ja den Bümpel. Pömpel. Bümpel, Pimpel. gefunden unten in, oder ja, unten sage ich, weil das sieht ja wirklich eklig aus in der Teamtoilette. Nein, wir müssen jetzt wieder zurück in die Maske, in den, durch den Geheimgang, ja, zu William zurück. Nein, du sollst da durch. Jan, wieso schließt du das erst und machst das dann auf? Oh, ist ja egal. Jetzt können wir Folgendes machen. Da Bart, das ist jetzt der Hintergrund, ein Brecheisen hat und er dafür etwas haben möchte, müssen wir uns diese Bowlingkugel nehmen. Das machen wir folgendermaßen, indem wir den Pömpel benutzen. Aber erst, nachdem wir ihn gekitzelt haben. Sonst lässt er das leider nicht los. Tja, ja. Will I am. Ihr erinnert euch, Federboa, Feder kitzeln. Bowlingkugel lässt er los. Und jetzt können wir den Pömpel benutzen. Ja, ab damit in die Tasche. Fällt ihr nicht so auf, Jan, bei deinen... ja, weiter rede ich nicht. Ihr könnt euch das ja vorstellen. Dicken Taschen, so. Hat ja große Taschen für sein vieles, vieles Geld. Viel zu viel Geld. Damit gehen wir jetzt wieder zurück. Zu unserem Bart. Und geben ihm das für das Brecheisen. Hier, Bart, das habe ich für dich gebaut. Cool, danke. Dafür gebe ich dir mein Brecheisen. Cool, danke. Tipptopp-Ding, danke. Einser Arbeitsgerät. Ja, sowas von. Und immer schön aufpassen, ne? Also wegen den Groupies und so. Ja, das ist übrigens die Gag-Maschine hier. Geh nochmal kurz zurück, Jan. Einmal kurz anschauen. Die Gag-Maschine. Sie produziert die ganzen Gags. Damit wäre das Geheimnis auch gelüftet. Jetzt haben wir ja das Brecheisen. Jetzt gehen wir hier in die Teamtoilette zurück. Benutzen das Brecheisen mit dem Wandschrank. Tja, zerbrochen. Wer hätte das gedacht? Tada! Leider ist das Brecheisen im Arsch. Dafür haben wir aber was ganz Tolles, nämlich den Eimer. Oder Eimerchen. So, dann haben wir hier noch einen Wischmopp stehen. Hallo, Thomas Gottschalk. Tommy Gottschalk? Bist du es? So. Und jetzt gehen wir zurück zu den Barstool Brothers, die ja ganz am Ende des Gangs sind. Helix. Gehen zum Schraubstock, benutzen den Eigentum der Dönerwade. Drumstick mit dem Schraubstock. Passt, jetzt geht das Teil wieder. Genau, das hat nämlich gefehlt. Jetzt geben wir den Pulli noch in den Schraubstock. Ja, das gefällt dir. Und stellen das Eimerchen da unter. Okay, und jetzt? Einfach benutzen, würde ich sagen. Okidoki. Wunderbar. Nimm das Eimerchen. Riecht wie frisch gepresster Alpakaschweiß. So ist es. Das brauchen wir ja noch. Das geben wir jetzt da rein. Cola, check. Alkohol, fehlt noch. Zitrusaroma, check. Alpakaschweiß, check.
Wunderbar. Hier ist übrigens noch eine Mikrowelle, hat aber mit der Lösung überhaupt nichts zu tun. Wir gehen wieder raus. Jetzt brauchen wir nur noch den Alkohol. Ganz genau. Stopp. Der ist, lass mich kurz mal überlegen. Genau. Hier links im Partyraum. So, jetzt können wir ja hier den Kühlschrank erstmal aufmachen. Und wenn wir jetzt die Prosecco-Flasche versuchen zu nehmen, passiert Folgendes. Eine fehlende Flasche wird sicher keiner bemerken. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal Ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Tja, das war leider für 25.000 Stück Laugengebäck. 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, Sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1.000 Euro verbucht. Was war das denn? Aslak ist gut. Gefällt mir. Das war für zwei Wumbo-Figuren? Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Könnt ihr euch noch erinnern? Da bei Bart vorne das Poster, ganz wichtig, schwer zu finden. Leider eine Urheberrechtsverletzung. Eine Urheberrechtsverletzung? Hm. That's right, Bro. Okay, Digga. Dann passt das ja so. Aber wenn Sie uns nur einmal bescheißen, dann ziehe ich Sie Otto persönlich an Ihrer zu langen Nase über den Shiny Floor. Peace out, Herr Bonermann. Yeah! Supi. Dann haben wir den, Alkohol. Und den tun wir dann auch nochmal hier rein. Okay, das wäre der Alkohol. Zack, fertig, glump. Zack, fertig, glump. Und damit gehen wir jetzt direkt wieder zurück zu Will.i.am. Und dann haben wir es schon fast geschafft. Wenn ihr mal übrigens nicht weiter wisst, müsst ihr zu Mr. Upvisius gehen. Der hat so ein paar Tipps für euch. So, Trichter in den Mund. Will.i.am. Grins. Tja, und dann noch den Rest. Mahlzeit. Und rein damit. Jabadabadu! Jan, mein Lieber. Ich hatte den verrücktesten Traum. Ja, ist ja gut. Gern geschehen. Die Sendung fängt jetzt an. Alright, ich bin allzeit bereit. Alles klar, Leute. Dann kann es ja losgehen. Haben alle ihre Texte? William? Ich bin ready. Bustle Brothers? Zack, fertig. Beefträger? Jan? Jan! Wo ist der Boss? Was habt ihr mit dem Boss gemacht? Tja, keiner verlässt den Raum. Das ist hier die Frage. Ja. Jetzt ist er weg. Wir haben Jan Böhmermann. Wenn Sie ihn lebend wiedersehen wollen, fordern wir 1 Milliarde Euro GEZ-Überschusskonto. Übergabepunkt. Tja. Wer es lesen kann? Wie geil. Spiel von BTF. Jan Böhmermann und William Cohn als er selbst. Alles andere könnt ihr selbst lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Episode. Mit mir, dem Jay Jordan, alias Sven. Besucht mich mal wieder auf diesem Channel. Bis bald, ihr kleinen Leute. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal das richtige Neo Magazin Royal.
Da ist der Sound auch besser. Aber dieser Sound ist auch cool. Ist irgendwie retro-mäßig, oder? Soll's ja auch sein. Wir grüßen Dendemann und die Freien Radikale. Bis bald. Ciao, ciao. Können wir zwei Teile draus machen?